Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, letztes Mal genau hier aufgehört. Lasst mich mal auf meine Pokémon spiegeln. Ach, denen geht's ja prächtig. Denen geht's einfach prächtig. Was müssen wir denn als nächstes machen? Waren wir schon oben? Die Antwort find mal raus. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Na, ein Glück habe ich ein Ticket bekommen. So, hier will doch bestimmt jemand noch aufs Maul. Ein Gentleman. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Hey, das ist doch ein Bild von mir. Sowas, wo hat er das denn her? Habe ich das wieder bei... Keine Ahnung, wo postet man heutzutage Bilder? Instagram gepostet? Ein gemeiner Angler. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Dann schau mal, was du an Land gezogen hast. Wahrscheinlich nur Carpadors oder Tentachas. Ein Goldini. Ein sehr schönes Pokémon. Goldini, Goldini. Und jetzt gibt's gleich nicht gebratenen Karpfen, aber ein bisschen hier filetierten Karpfen. Nein, Nassmacher. Die Stärke vom Feuer wird geschwächt. Ich hab doch ein Feuer-Pokémon. Ah, das ist wieder so spannend. Nee, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Okay, mein Glutexo. Okay, noch ein Goldini. Damit komme ich klar. Aber wir gehen auf Nummer sicher und nehmen unser schönes Pikachu. Eine schöne... Schöne gelbe Ratte, so einmal Donnerschock. Das sollte ein relativ kurzer Prozess sein. Hey, sehr effektiv. Nein, 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 kein Superschall. Aber braucht trotzdem zwei Attacken. Mein Pikachu ist einfach etwas schwach, beziehungsweise diese Attacke. Naja, was soll's. Wir leveln's ja gerade ein bisschen auf. Tatsächlich Level 24. Ach, immer schön, wenn sowas passt. Ein Tentacher! Die Ratten des Meeres, die Zubats des Meeres, was auch immer, weg damit. Kein Quallenfreund, hab ich schon öfter gesagt. Nein, jetzt fasst mich das Ding auch noch an. Hinfort. No Touchy, sehr gut. Alle besiegt. Und damit schuldet der Angler Albin mir Geld. Okay, das war es für mich. Tschüss. Ja, kannst dich verabschieden, aber hast mir zum Glück noch Geld gegeben. So, wir werden gleich heimtückisch angegriffen. Der Wettstreiten mit der Jugend hält mich jung. Schön für dich. Ich hoffe, du hast Geld dabei. Tanko. Was hat denn Tanko für ein Pokémon? Ein Pikachu. Na, das verträgt doch Feuer nicht so gut. Probier mal's. Ja. Sehr schön. Ich mag's, wenn die Attacken von meinen Gegnern daneben gehen und nicht meine eigenen. Tschüss, Pikachu. Ah, da fühlt man sich gleich jünger. Ich fühle mich immer jung, wenn mir jemand 1600 Dollar gibt. Sternenstaub. Sehr wertvoll. Glaube ich zumindest. Ich tue einfach so, als ob das wertvoll wäre. Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Ja, hoffentlich sind wir da auch fähig dazu. Lieber früher als später. Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider klein hacken. Aber vergiss nicht, Zerschneider ist eine VM. Wer sie einmal gelernt hat, kann sie nicht so einfach vergessen. Ja, ist ja gut. Ach, die Dialoge damals, als ob ich vergessen würde, dass man Zerschneider nicht einfach verlernen kann. So, wer will zuerst ran? Ich mag euch beide. Was magst du lieber? Starke oder seltene Pokémon? Ehrlich gesagt, die Kombination finde ich ganz praktisch. So ein schön starkes, seltenes Pokémon. Silvio hat hoffentlich wieder ordentlich Asche dabei. Apropos Asche, der hat einen Fukano. Da sollte meine Glut gar nichts bringen. Aber wir können es ja ein bisschen kratzen. Kratz.
Naja. Nein, Silberblick, da werde ich doch wieder so ungenau. Nö, tatsächlich nicht meine Verteidigung sinkt. Ernsthaft? Na gut. Dann eine falsche Annahme schon mal beseitigt. Gut. Und das Vulcano auch beseitigt. Ein Ponita. Passt auf, dass der Pokémon-Fanclub-Vorsitzende hier nicht wieder giert auf das Pokémon. Vor allem auf die jüngere Form davon. Sein Galoppe hat genug durchgemacht. Nein, jetzt heult das einfach. Hör auf zu heulen. Ich kratz dich nochmal. Wunderschön. Und das hat leider nicht auf Level 22 gereicht, aber er ist besiegt. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Wow. Oh, $1200. Was soll's. Und das ist eine Göre. Wo warst du, als die Party lief? Ja, anscheinend noch nicht an Bord. Na gut, die ist mit ihrem Opa unterwegs oder mit ihrem reichen älteren Freund. Ich will ja nicht judgen. Außer, dass er einen Radfratz hat. Das ist schon charakterlich zweifelhaft. Level 32. Können wir was Neues dadurch? Nö. Und noch ein Pikachu. So. Nein. Greif mich doch nicht zuerst an. Ich weiß, Ruckzuckhieb ist meistens, je nach Initiativwert, sehr, sehr schnell zumindest. Und Olivia wurde besiegt. Mach langsam. Ich kann nur langsam. Na gut, und jetzt geht mal alle weg. Ich brauche das Item hier. X-Angriff. Yay, ein Item, das ich noch nie verwendet habe. Noch nicht mal verkauft, weil die nichts wert sind. Glaube ich zumindest. Glaube, die vergammeln immer in meinem Beutel. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Hast du die Safari-Zone in Fuxania City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Ich erinnere mich, da kriege ich meine Kangama und meine Labras her. Da freue ich mich schon drauf. Der Kapitän war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Oh je, was ist da denn los? Viele Leute werden leicht seekrank. Ob das miteinander zusammenhängt? Wahrscheinlich schon. Na gut. Weiter im Text. Nein! Sieh an, Lukas. Ich wusste, ich würde dich hier treffen, was du nicht alles weißt. Lukas, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wieso klingt er wie ein alter Mann? Da habe ich die Stimme aber versaut. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Ja, ich nicht, halt's Maul. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Danke, danke. Kevin, du bist so hilfreich, wie du nett bist. Was schickst du in den Kampf? Ein Tauboga. Das ist doch ein gefundenes Fressen für mein... Hört mal mit dem Ruckzuckhieb auf. Hier, brenne. Alle Vögel müssen brennen. Vogelgrippezeit. Ich trau keinem. Außer meinem eigenen. Und den süßen. Shillock. Ja, da haben wir doch extra ein Pikachu dafür. Extra ein Pikachu. Na komm. Wartet mal. Wieso ist sein Shillock so lila? Der hat ein Shiny. Wieso hat der denn ein Shiny Shillock? Und wieso habe ich kein Shiny? Was soll das denn? Komm schon. Ist ja krass. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Wie sieht denn Shiggy nochmal als Shiny aus? Ja, wahrscheinlich so, wie es aussah. Alter, das hätte unseres sein können. Oh. Hat der einfach ein Shiny? Wie viel Glück kann man haben? Beziehungsweise, wie viel Pech kann ich haben? Tschüss, Shillock. Auch wenn du so schön funkelst, stärker wirst du dadurch nicht. Auch, aber deine Haut ist schön lila.
Das gefällt mir. Nein, ein Radikal. Also, dass der... Ich bin ein bisschen sprachlos, tut mir gerade leid. Weil wir hätten das Shiny... Sieht Shiggy, die Shiny-Form sieht doch aus wie ein normales Shiggy dann, oder? Mir ist das nicht aufgefallen bis jetzt. Fuck, ey. Immer nervig, wenn das passiert, wollte ich sagen. Aber wann passiert das schon mal? Gut, in diesem Umstand war es nervig, würde ich sagen. Ein Kadabra. Und gleich bist du Simsalabim Sabrina verschwunden. Ja, ja, du mit deinem Löffel, großen Löffel, der hilft dir hier auch nichts. Obwohl meine Genauigkeit sinkt. Nee, hat nichts gemacht. Tschüss. Oh, Kevin wird besiegt. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ja, danke, das war doch mal was Nettes, was der gesagt hast. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao. Ciao, Kevin. Bis zum nächsten Mal. Jedes Mal eine Freude. Nicht. So. Hat der da direkt eine Schüssel in dir rein? Bäh, manche Dinge macht man besser nicht. Ja, ein Eimer zum Kotzen, wer kennt's nicht? Geht mir gar nicht gut. Ich massiere dem Kapitän den Rücken. Ich mach mal hier chillige Musik an, eine Schwarzblende. Wir wissen, wohin das führt. Rubbel, Schrub. So. Ach, ich danke dir, es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Yay, VM01. Bin gespannt, was die macht. Ah, sagt er ja. Wenn du den Zerschneider einsetzt, kannst du kleine Bäume fällen. Probier es doch bei den Bäumen in Urania City aus. Danke für den... Tipp. Die sind so direkt in dem Pokémon-Spiel gewesen. Dacht nur, die neuen sorgen dafür, dass man nicht so wirklich denken muss. Anscheinend auch die alten. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Ja, ich hab davon gehört. Oh, der will gleich kämpfen. Ahoi, bist du seekrank? Nee. Wir haben uns da gerade gegenseitig massiert. Die Seekrankheit ist wie weggeblasen. So, Titus. Was willst du? Du willst was mit deinem Macholo anrichten? Na gut. Ich erwidere mit meiner versteckten Fallenkarte und setz Glut ein. Ja. Und dann habe ich noch ein... Du hast einen Tentacher, das mag ich gar nicht. Aber wir müssen unser Glutexu leveln, dann wollen wir es mal ein bisschen aufkratzen. Hey, One-Shot, das freut mich immer, wenn das passiert. Und Titus wird besiegt. Du hast Glück gehabt. Nee, ich hab den Skill. Ich hab definitiv den Skill. Sperrstunde, die Party ist vorbei, das Schiff schickt bald in G. Wieso sagt mir das ein kleiner Teenager? Hey, wie wäre es mit einem Tänzchen? Hatte ich doch gerade schon mit dem Kapitän. Gib mir eine halbe Stunde. Ein bisschen Orangensaft. Nochmal Macholo. Ihr Matrosen seid echt nicht kreativ, obwohl so ein Macholo wird für euch wahrscheinlich schon nützlich sein. Nein, ich wollte auch Glut einsetzen. Jetzt kickt es mich einfach. Lasst es. So. Ich glaube, eins hat er noch. Muschas! Sehr gut. Nee, da bleiben wir auf jeden Fall draußen, weil wenn wir das irgendwie besiegt bekommen, steigt unser Glutexu auf. Wollte schon Glurak sagen. Und das passiert ja erst in 4 Leveln. Aber wir nähern uns in Mopsgeschwindigkeit. Zumindest angebracht schnell, würde ich sagen. Angebracht schnell.
So, der wird besiegt. Wunderbar. Mein Glutexo wird immer stärker. Es ist wundervoll. Und Monty wird besiegt. Ich bin beeindruckt. Ja, das ist schön. So, du da unten willst... Du willst nicht kämpfen. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Nee, wenn hier jeder zum Reihern rausgeht, wahrscheinlich nicht. Und ein Papa. Ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Das ist doch gut zu wissen. So, die haben wir alle platt gemacht. Dann bleibt nur noch der Weg nach unten. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir, glaube ich, auch überall schon. Vielleicht hier noch nicht. Doch, das war doch die Küche. Mit der französische Koch oder Chef de Cuisine? Wie? No? Und unten haben wir auch fertig gemacht. Na gut, dann besuche ich nochmal meine Lady, die meine Pokémon so schön durchnimmt. Ja, ja. Hier alles geheilt werden. Vor allem das Glutexo. Ja, ja. Wunderbar. Dann sind wir schon fertig mit der MS Anne. Raus hier. Hey, ich kann mich nicht bewegen. Ach. Schöne Zwischensequenz. Ja, tuff, tuff, tuff. Da tuckert Schiff davon. Sehr langsam passiert das gerade. Ich kann mich nicht bewegen. Glaubt, es dauert, bis es aus dem Bild ist. Ja, das ist schön. Ich mag so Kreuzfahrtschiffe. Generell riesige Schiffe. Nicht gut für die Umwelt, aber allein technisch und vom Aussehen beeindruckend. Das Schiff ist in See gestochen. Ja, ich hab's gesehen. Ich wurde gezwungen, es mir anzusehen. So, wir sind geheilt. Dann würde ich sagen, müssen wir nach rechts. Dickdas Höhle. Okay, was stand hier nochmal? Achtung, Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Umleitung Felstunnel nach Lavandia. Polizei von Orania City. Mensch, wie lange liegt das Relaxo denn da, dass ein richtiges Schild aus Holz da schon hinmachen konnten? Ein Aufwecker! Ah, so unfair. Der wird nicht helfen gegen das schlafende Pokémon. Da müssen wir irgendwie mit einer Flöte ran. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Nicht so wirklich. Du bist ein Teenager und hast kein Geld. Ein Rettern. Zumindest auf Level 21. Respekt. Besser als jeder Einzelne da auf dem Schiff. Ja, Angriff wird vermindert. Das wollen wir doch mal sehen, ob dem tatsächlich so ist. Naja, ein bisschen. Apropos bisschen. Rettern hatte Biss eingesetzt. Falls es niemand mitbekommen hat. So. Henry wird besiegt und... Hä? Das ist gemein. Nee, das ist nicht gemein. Gemein ist, dass du so wenig Geld dabei hast. Frag deine Eltern, ob sie dir mehr Taschengeld geben wollen. Du hast es dringend nötig. Nimm dich vor Hochspannung in Acht. Danke für den Tipp. Hier im Gras hätte ich keine erwartet. Ein Mechaniker Hasso. Mit seinem Magnetilo. Ein sehr schönes Pokémon. Mag ich auch. Würde ich nicht in meine Party aufnehmen, aber ich... Oh, Kratzer ist nicht sehr effektiv. Wer hätte es gedacht? Okay, Ultraschall macht anscheinend ein bisschen Schaden. Es tut zumindest ein bisschen weh. Wenigstens ist meine Feuerattacke sehr effektiv. Nochmal Magnetilo. Ich bin überrascht, was das dritte Pokémon dann sein wird. Ich wette, es ist die Weiterentwicklung. Die heißt Magnetildon. Nee. Magneton! Hab ich doch gesagt. Weg mit dem Magneton. Irgendwie sympathisch sind die Pokémon mir. Aber ich hab coolere. Ich hab coolere Pokémon dabei. So. Aua, der Funke ist übergesprungen. Nee, ich hoffe, zwischen uns hat's nicht gefunkt. Ich bin heute ein bisschen ausgelastet. Teenager, hast du Geld? Meine Pokémon müssten bereit sein. Das klingt aber nicht sehr zuversichtlich. Wie viel hast du denn? 2 Stück, na gut. Oh je, Nidorans, da holen wir uns höchstens einen Schnupfen und eine leichte Vergiftung. Probieren wir es, ob wir es one-shotten können. Oh, das ging zumindest. Nidorino.
Nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. One-Shot. Nein! Ja. Du kannst dich aufpumpen, so viel du willst. Chance, deine Gewalt hier an uns auszulassen, hast du nicht mehr. Ja, wir leveln gut auf. Mike wurde besiegt. Das war schwach. Ja, die $288 sind auch schwach. Oh, noch ein Teenager. Ich arbeite wohl heute im Niedriglohnsektor. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Ah, warum rempelst du mich denn an? Ich habe doch wichtige Dinge zu tun. Ich weiß zwar nicht welche. Ich glaube trotzdem. Ein Sandan. Können wir dem einheizen? Ja, das ist doch ein zufriedenstellendes Ergebnis. Komm schon. Ich mag die Zubats zwar nicht, aber ich glaube, das reicht für Level 34. Vielleicht lernen wir da mal was Nützliches als Glutexo. Ja, es hat gereicht. Und nix. Ah, doch. Glutexo versucht Flammenwurf zu erlernen. Ja. Auf jeden Fall, darauf haben wir doch nur gewartet. Ach, Rauchwolke. Weg mit dir. Ja. Und wir können jetzt einen Flammenwurf. Können wir schön Flammen auf die anderen werfen. Mist, ich hasse schwache Pokémon. Der Trick ist besser zu trainieren, du Knirps. Kannst ja nicht deine Pokémon jetzt einfach hassen. Oh. Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Solange es kein Rohr ist, ist ja alles in Ordnung. So, ein Pokémon, ein Magnetilo. Na, ja, zumindest kann man die am Aussehen hier bisschen erkennen, was die Trainer so dabei haben. Die knirpsen nur Mist, die Mechaniker irgendwas Elektrisches. Mehr haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Das war ein Stromschlag. Oh, will der alte Mann auch kämpfen? Oder will der nur was sagen? Nee, der wollte kämpfen. Wettkämpfe. Ich kann ihnen nicht widerstehen. Okay, was bist du denn für einer? Ein Sensei? Ein Meister? Nee, du bist ein Spieler mit dem Namen Kunibert. Interessanter Name. Knuffinja. Und ein warmes Knuffinja. Ja. Nicht überraschen, dass das sehr effektiv ist. Miraplan. Der alte Mann bräuchte vielleicht mal eine gemischtere Party. Also nur mit schwachen Pflanzen-Pokémon kann man nicht gewinnen. Vielleicht gegen die Angler. Okay, Kunibert wurde besiegt. Immerhin hatte ich eine Chance. Naja, sie war nicht exakt auf 0, aber ich würde mal sagen, sie ist gegen 0 konvergiert. Oh, nochmal ein Spieler, so wie es aussieht. Ich habe noch nie gewonnen. Ja, dann schauen wir mal, dass das so bleibt. Schau mal doch, dass das einfach so bleibt. Du hast einen Fukano. Wie kann man mit einem Fukano nicht gewinnen? So ein prächtiges Pokémon. Das bedroht mich sogar. So, was haben wir denn? Ein Kratzer. Wie viel? Oh. Nein, Silberblick. Ich habe gelernt, meine Verteidigungen sind dadurch. Habe ich mir erfolgreich mal gemerkt, was das tut. Nein, Brüller. Bleib da, Glutexo. Mist. Toll. Und jetzt Pulente. Schnabel. Reicht es? Ja! Wow. Gut gemacht, Pulente. Ja, das Level hast du ja redlich verdient. Und das nächste gleich auch noch, denke ich. Ne, nicht ganz. Vulpix. Ja, da wechseln wir doch wieder zurück aufs Glutexo. Das braucht zumindest ein bisschen mehr Auslauf noch. Und ich glaube nicht, dass mein Level 8 Pulente das schaffen würde. Also sah das Vulpix schon immer so gruselig aus mit den roten Augen? Ich habe das eher süß in Erinnerung. Ah, Feuerfänger von Vulpix erhöht die Feuerkraft. Boah, das wollte schon wieder Brüller einsetzen. Na gut,
dann einmal Kratzer. Weg mit dir, du Gruseliges. Oder auch nicht, dann bleib halt da. Ja, Nidoking, du bist der Auserwählte. Einmal Schnabel, das sollte ausreichen. Wunderbar. Und yes, Level 21. Marco wird besiegt. Das hab ich kommen sehen. Ja, du hast hier noch nie irgendwo gewonnen. Das dürfte keine Überraschung gewesen sein. Ah, der Stein sieht verdächtig aus. Ja, ein Flugzeil war im Stein inne drin. Nein, was greift mich hier so heimtückisch an? Ein Rettan. Ah, ich hätte mich weniger aufgeregt, wenn es wenigstens ein Shiny gewesen wäre. Jetzt will ich auch eins, wo Kevin eins hat. Naja, will der auch noch kämpfen hier? Natürlich. In meiner Klasse bin ich der Beste. Gib mich so an, du Knirps. Was bist du überhaupt der Beste? Im Ratten-Pokémon einsammeln? Das ist keine Leistung. Flammenwurf! Weg mit dir, Radfratz. Ich will auf ganze Nummer sicher gehen. Nö. Hat schon gepasst. Yay, noch ein Radfratz. Wenn der jetzt als letztes ein Radikal hat, dann hau ich ihm eine rein. Zumindest so ein leichter Klaps. Ah, oh, so vorhersehbar. Weg mit dir, Radikal. So, wenigstens sind die Pokémon keine Herausforderung. Nur beim Ansehen. Tschüss, Valentin. Hier muss ich meine Pokémon mehr trainieren. So sieht's aus. Und auch du brauchst mehr Taschengeld. Die Generation von heute. Okay. Aha, bisher habe ich noch nie verloren. Tja. Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Ein Voltoball. Sehr schön. Mag ich auch sehr. Mag ich auch sehr. Aber besiegen müssen wir es trotzdem. Dann nehmen wir halt was, was das gleich ganz weg macht. Und ein Magnetilo. Nee, da wollen wir nicht wechseln, da wollen wir nochmal mit dem Flammenwerfer draufhauen. Ja. Das reicht leider nicht fürs nächste Level. Wäre schön gewesen, aber das ist dann doch bisschen viel, denke ich. Na ja. Wir hätten es Doppelte gebraucht. Es gibt immer ein erstes Mal. Ja. Wenn du noch nie verloren hast, wieso hast du nur 1200 Dollar? Vielleicht hast du einfach nicht viel gekämpft. Und deswegen nie verloren. So, hier haben wir, glaube ich, alle besiegt. Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, ihnen allen Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt auch Namensänderungen vor. Ja, das ist ja gut zu wissen. Falls du nach Lavandia möchtest, empfehle ich dir den Felstunnel. Du kannst den Felstunnel von Azuria City aus erreichen. Das ist doch ganz informativ, die Bürschchen. Hier ist noch ein Teenager. Ich suche nach Nidorino. Tauscht er es gegen Nidorina? Nee, hab ich nicht. Oh je, wenn das so ist. Du schaust durch das Fernrohr. Der einzige Weg von Azuria City nach Lavandia führt durch den Felstunnel. Du schaust durch das Fernrohr. Mitten auf dem Weg schläft ein großes Pokémon. Ich habe keine Ahnung, was mir das Spiel wieder sagen möchte. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichassistent. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor! Also Lukas, hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja, bestimmt. Mal schauen. Oh, du hast es 21 verschiedene Pokémon gefangen. Du benötigst 30, um das Geschenk zu erhalten. Ich hab's verstanden. Na gut, die restlichen 9 gabeln wir irgendwann auf. Zumindest wenn wir einen Item-Detektor wollen. So, ist das nicht schön hier? Und da ist ja das Relaxo, das fette Pokémon, das mir gleicht. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Ja, das sehe ich. Na gut,
Dann würde ich aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.